Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind gerade in einer Burg stehen geblieben, da genauer gesagt im Keller von Burg Montcran. Wir sind nämlich noch auf der Suche nach den letzten Stücken der Greifenrüstung, der Großmeister-Greifenrüstung. Und da hat uns unser Weg hierher geführt. Wir sind hier in einem Portal. Och nö, Jungs. Ich bin doch noch nicht immer voll geheilt. Das könnt ihr doch nicht machen. Hi. Nee, das war irgendwie mehr Glück als Verstand. Wir spielen mal gut mit unseren Hexenfähigkeiten. Au. Ja, das war... Nein. Ja, das kann ich auch. Machst du nochmal? Nee. Okay, den Golem konnte man ganz gut besiegen. Ich habe mir mehr Sorgen gemacht. Erkunde das Gefängnis. Ich muss mich umsehen. Ich muss sagen, diesen Ort in dieser Festung kannte ich gar nicht. Ich habe die Festung immer damals so als Probespot genommen, um meine Skills und so auszutesten. Aber das ist schon ganz cool gemacht hier. Was denn? Lass sie. Beta-Leser. Erkunde das Gefängnis. Was haben wir hier? Wurde schon gelootet. Die? Ah, hier haben wir noch was. Aber ich bin wegen der Schemata gekommen. Vielleicht finde ich sie hier. Ja, ich habe irgendwas gefunden. Abgeschlossen, oder? Was haben wir hier? Hier haben wir noch irgendwas. Okay, abgeschlossen. Jetzt müssen wir wieder zu dem Typen zurück, theoretisch. Wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung. Aber das muss ja ein Ort sein, der nicht damit zu tun hat. Die Festung haben wir auf jeden Fall nicht geklärt. Habe ich jetzt Schaden bekommen? Das wäre ja lächerlich. Aber wir können mal kurz heilen. Und mal kurz meditieren. Zumindest 2 Stunden, damit wir die Sachen aufgefüllt haben. Okay, und währenddessen füllt sich aber nicht unser... Gibt es da hinten noch was? Füllt sich nicht automatisch der Trankbereich weiter auf. Also, der wird einfach abgebrochen. Das ist ja ein bisschen schade. Aber nun gut. Die Fackel brauchen wir nicht mehr. Können wir wegstecken. Und warum ist die Höhle noch als nicht gemacht markiert? Wer seid ihr? Oh nee. Ich hatte mir doch schon mal. Du bist ja super stark. Flatterer. Und du bist was anderes. Kann ich auch. Bitte treff mich nicht. Danke. So, das war's eigentlich schon. Nice. Was haben wir hier? Tagebuch eines Höhlenforschers. Wenn ihr es euch durchlesen wollt, gerne anhalten. Ansonsten haben wir jetzt hoffentlich hier alles gelootet. Die waren doch aber gerade noch nicht da, oder war ich einfach so blind? Muss man die angucken vielleicht? Okay, jetzt ist die Höhle auf jeden Fall gelootet. Perfekto. Dann können wir jetzt zurück zu dem Großmeister-Typ und sagen, hey, wir haben da was gefunden. Huch, nee, das wollte ich nicht. Wir gehen hier hin. Und dann zurück nach Toussaint, nach Bouclair. Ich glaube, du warst das, gell? Ah, nee, du warst das. Okay, wird sogar angezeigt. Dann gehen wir hier hin und rennen da schnell hoch und schauen mal, was wir fürs Craften brauchen. Man braucht auf jeden Fall Level 40, um die Rüstung dann anzulegen. Das haben wir ja locker. Mal gucken, ob wir genug oder auch locker genug Geld haben. Du kannst das wird nämlich, glaube ich, eher das größere Problem. Aber vielleicht haben wir auch noch ein bisschen was zu verkaufen. Müssen wir mal schauen. Vor allem, wenn die Rüstung jetzt wirklich gut ist, können wir auch mal andere Sachen verkaufen. Weil vor allem ist das ja keine Special-Rüstung. So, Hallöchen. Ja, kannst du es jetzt schon fertigen? Ich dachte, man muss es dir wieder geben. Achso, ne, Moment, Handwerk. Beginnen wir mal bei Oberkörper.
Meisterlich, nee. Überlegen, nee. Wo sind die Sachen meisterlich? Irgendwas mit Stufe. Ach hier, guck mal. Greif nur. Was zum Teufel bist du denn? Angereicherte Schleimhaut. Okay, die Meritiumbahn können wir herstellen. Angereicherte irgendwas. Müssen wir mal schauen, ob wir die herstellen können. Ah ja, können wir. 500. Die können wir aber auch herstellen, gell? Ich glaube, die hatte ich gesehen. Nee, doch nicht. Müssen wir die kaufen? Weil dafür, dass wir nur einen haben, ist halt einer... Ah, ne, doch hier. Ich würde gerne mehr herstellen. Ach nee, das ist wieder so arschteuer. So, pass auf. Diese komischen Kristalle haben wir auch nicht viele, aber wir brauchen auch nicht viele. Brauchen wir die angereicherten? Was bist du? Orichalcum. Erz. Wo kriege ich das her? Kann ich das auch craften? Orichalcum. Erz. Dafür brauche ich Staub. Für Staub muss ich das Zeug wahrscheinlich auseinanderreißen. Ja. Ist ja lustig und so. Wie viel brauche ich dafür? Ich will ja alles verbessern. Zwei Stück erstmal. 4573. Jungs, habt ihr Lack gesoffen? Das ist so teuer plötzlich. Okay, davon haben wir ein bisschen was. Ich würde gern zerlegen. Ich brauche Orichalcum Staub. Kriege ich das? Oder kriege ich das hier raus irgendwo, wenn ich Orichalcum... Habe ich Orichalcum überhaupt? Sollte man vorher wissen. Was bist du? Emeritium. Ich hätte gerne ein bisschen Staub. Okay, anscheinend habe ich keins oder ich war blind. Das kann natürlich auch sein. Aber Orichalcum war ja dieses bräunliche. Da sehe ich gerade nichts, wenn ich drauf gucke. Diamant gibt Diamant. Hier irgendwas, was Orichalcum gibt. Muss ich das ja kaufen? Ich wüsste nicht immer, wo ich das herkriegen soll. Kann ich irgendwie sortieren? Nee, ich kann nicht sortieren. Ist das hier irgendwo dabei noch? Was ist, wenn ich das... Da kriege ich Orichalcum Erz. Ich würde halt gerne danach suchen. Durchdrungene Scherben. Davon habe ich, glaube ich, ein paar. Glühendes Erz. Durchdrungener Staub. Also irgendwie wird das, glaube ich, ein teurer Spaß. Handwerk. Muss nochmal gucken. Orichalcum. Kann ich auch aus Grüngold machen. Ja, Grüngold ist zumindest schon mal günstiger. Kann ich das irgendwo her... kaputt machen. Kann hier mal gucken bei den Waffen und so. Ah, das sind ja Grüngolderz hier zum Beispiel. Das hier gibt wieder das Falsche. Davon haben wir jetzt ein paar. Grüngold. Wo könnte man Grüngold herbekommen? Das werden wir wahrscheinlich irgendwo herbekommen. Deswegen haben wir auch das Rezept. Das wird wahrscheinlich so ein minderes... Ach, Moment, da sind wir schon vorbei. So ein minderer Barren sein. Kupfer, Eisen, Silber, Meteorit, Silber. Okay, hier nicht. Ich hätte das Ding so gerne sortiert. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr. Zerriebene Perle, Smaragd.
Also ich kann hier so viel Scheiße herstellen, aber nicht das, was ich brauche. Naja gut, dann das können wir ja handeln. Das ist vom Preis ja noch okay, würde ich sagen. Den Rest haben wir ja. Handwerk. Aber das werden wir halt für jedes Ding brauchen. Würde ich sehr stark tippen. Darum weiß ich nicht, was ich davon halten soll, das Blech. 300 einfach dafür. Wird jetzt im Fenster angezeigt. Ja. Können wir erst einmal herstellen. Und damit können wir damit schon das da oben herstellen. Was war's? Okay, davon brauchen wir da noch eins. Ne, Moment, den haben wir hier angereichert. Ja. Damit können wir einen angereicherten Barren herstellen. Ich müsste zwei kaufen. Boah, Filter. Nee, ich kann doch hier irgendwo bei der anheften. So, und wenn ich jetzt auf Zerlegen gehe, wird das mir dann irgendwo angezeigt? Ich wüsste halt nicht, wie es aussieht. Ich hoffe, wenn, würde es irgendwo erkennbar sein. Aber wahrscheinlich haben wir es an. Wir könnten es ja mal testen für was anderes. Wir verbringen heute, glaube ich, den Part nur hier. Wir nehmen einfach glühender Erzbarren. Den würde ich gerne anheften. So, und jetzt, wenn ich zerlegen mache, habe ich den Demeritiusbarren jetzt? Ne, ich habe was anderes. Wird jetzt hier irgendwo erkenntlich gemacht, dass ich das Zeug vielleicht habe? Ich schaue gerade nur bei den Zutaten. Nee. Okay, Moment. Moment. Wir hatten... Okay, die Dinger brauchen überall so kranke Sachen. Monster Essence, heften wir mal an. Da weiß ich, wo wir die herbekommen. Ne, Moment, hier. Das müsste jetzt hier unten bei den letzten Sachen gekennzeichnet sein. Hier. Bei irgendein. Ich muss aber erst rausfinden, welches. Was war's? Monster. Irgendwas Monstermäßiges. Monster Ei? Ne, Monster Essence, hier. Okay, hier steht aber nichts dabei. Das ist doch kacke. Wir können das aber für 500 verkaufen, jeden Stack Wasser. Das ist eigentlich ganz nice. Okay, pass auf, dann handeln wir. Ne, handeln. Beziehungsweise Handwerk, das passt schon. Handschuhe. Ein Teil hätte ich gerne mal schon mal. Handwerkszutaten. Dafür brauchen wir 1000. Dafür brauchen wir aber hier weniger. Nein, das hätte ich gern gar nicht. Ja, zack. Und nochmal. Zum Glück haben wir von den teuren Sachen irgendwie genug. Keine Ahnung, warum es da reicht und beim Rest nicht. Aber, ah nein, wir brauchen ja zwei davon, gell? Das ist ja... Also was mir hier an Geld noch abverlangt wird, das ist ja... drei sogar. Naja, wofür haben wir Geld? Darf ich bis zum nächsten Mal echt noch viel spielen? Da sind wir dann... keine Ahnung, welches Level. Ups, warum geht das eigentlich zu immer wieder? So. Wir dürfen echt noch mal überall gefüllt hin. Viel Glück auf.
Dankeschön. Jetzt warten wir mal kurz, bis der seine Sachen gerestockt hat. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Dann zeige ich euch auch noch, wo man Mutagene farmen kann. Vielleicht kann man die teuer auch verkaufen. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten bin ich nämlich ein bisschen ratlos. Wie wir noch an viel Geld kommen, muss ich mir mal vielleicht einen Guide anschauen. Ja, komm, jetzt wirst du hoffentlich deine Sachen gerestockt haben. Hallihallo, Hallöchen. Die Schemas, sag mir, wo ich suche. So, ah, nee, das war, ja, ich bin durch, man merkt es. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Beziehungsweise Handwerk gleich. Dann hätte ich gerne, davon hast du nichts. Wenn ich nochmal einen Tag warte, hast du dann neue Sachen? Kann doch nicht sein, dass das so lange dauert, bis er ein bisschen was Neues mal hat. Da darf eigentlich nicht so lange dauern. Was machen denn Kunden, die was wollen? Gut, er wird wahrscheinlich nicht so viele Kunden haben, aber... Na gut, hallo. Einmal auf Handwerk. Handschuhe, nee. Ah, jetzt hast du Neues. Okay, wahrscheinlich sind es dann 3 ganze Tage. So, jetzt haben wir ja auch erst 2. Ich bin ja dumm. Ich habe gar nicht genug Geld. Ja. Was können wir verhandeln noch? Ich weiß gar nicht, das können wir mal zuerst gucken. Wie viel besser ist denn die Rüstung? Großmeister. Bärenrüstung. 35 nochmal plus. Okay, dann ist die nicht so gut wie unsere Rüstung, die wir teilweise haben. Aber dadurch, dass die Boni nochmal Resistenz gegen Schaden durch Monster ist halt auch nochmal stark. 26%. Das nimmt man... Ja, warte mal, jetzt kostet die nur 2? Aber die hat doch 3 gekostet. Hä? Was kostet denn das Silberschwert? Kostet das auch so eine Scheiße? Meisterlich? Ja, ich brauche nicht meisterlich, großmeisterlich. Das braucht nur die Barren theoretisch. Ist das günstiger? Bonuserfahrung bei Monstern ist auch nice. Plus 0% Angriffsschaden gegen Vampire. Warum wird das rausgenommen? Liegt das am Öl? Haben wir ein Öl drauf? Übrigens, ach, das hätte ich... ja, für die Leute, die diese Bildfolgen anschauen, ich werde sie vielleicht irgendwie so benennen. Es gibt, das werde ich vielleicht nochmal später darauf eingehen, was ich rausgefunden habe, tatsächlich die Einstellung in dem Spiel... Genau, Klingenöle automatisch auftragen. Da kann man das machen. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz, wo die Sachen sind für Mutagene. Falls ihr Mutagene farmen wollt, dann könnt ihr hier bei Skellige. Dann da oben hier an den Waldfriedhof. In dem Video, wo ich gesehen habe, ist das ein bisschen an einer anderen Position wie jetzt wahrscheinlich gleich. Aber könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Und dann muss ich mal schauen, wo ich gutes Geld herkriege. Wahrscheinlich im Spielgebiet. Was haben wir denn da hinten? Ach cool, das sind... Ne, das sind Banditen, gell? Okay, das sind Banditen. Hier übrigens. Ich mochte es. Irgendwie ist das schon cool. Aber wir müssen auf jeden Fall Art noch ein bisschen verbessern. Und magische Falle kommt dazu. Wie wir das mit Igni machen, muss ich mal gucken. Wir haben auf jeden Fall gut Level, womit wir das machen können. So, falls ihr Mutagene braucht, diese Gegner sind's. Die ertrunkenen Toten. Au. Das war nicht das, was ich wollte. So. Und da ist noch einer. Und wenn jetzt gelootet wird, seht ihr, genau, kleine Mutagene, grün und blau und sogar auch ein rotes. Das ist ganz nice. Und dann könnt ihr nach Novigrad reisen. Und zwar hier oben zur Wegmarke Jägerhütte. Die haben wir noch nie besucht. Habe ich aber halt jetzt offline besucht. Und da gibt es 3 Gegner auch noch, die deutlich stärker aber sind. Weil ich glaube, das ist dann DLC-Gebiet. Ich weiß es gar nicht, ob ihr dafür Heart of Stone benötigt. Vom Level her macht es auf jeden Fall Sinn. Ach ja, hier ist die Gegend wieder so trüb und kahl und traurig und alles. So, und zwar wieder.
35 ist nämlich echt blöd. Aber hier könnt ihr die Chitin-Panzer auch gut fahren, sollte das irgendeiner benötigen. Aua. Na komm. Boah, jetzt kommen die ganzen kleinen Viecher. Normalerweise sind die ein bisschen aufgeteilt. Aua, aua. So. Tach. Also wenn ihr immer... Oh, ich sterbe ich? Okay, der macht zum Glück nichts alleine. Das könnte noch gerade so hinhauen. Okay, ein bisschen Eisschaden haben die noch bekommen. Und da kriegt ihr auch, wie ihr unten seht, ein paar Mutagene. Vor allem rote waren da jetzt dabei. Ich glaube, das sind die seltensten. Und dann könnt ihr theoretisch wieder zurück. Wieder zum Waldfriedhof. Und so geht es dann immer weiter. Ich zeig's nur kurz. Bis dahin sind dann die Gegner hier nämlich wieder respawned. Ich weiß nicht, wie viele Ingame-Tage da vergehen. Aber das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Und dann können wir mal gucken, ob wir nicht noch ein paar Sachen zum Verkauf haben. Also bis zum nächsten Mal. Ach nee, da hinten gehe ich gar nicht hin. Bis zum nächsten Mal werde ich auch auf jeden Fall nachschauen, wo es den Trank gibt. Den vielleicht schon kaufen und vielleicht benutzen. Dann zeige ich euch auf jeden Fall, wo es den gibt. Wenn ich genug Geld bis dahin habe. Das ist halt so das, was nötig ist auf jeden Fall. Au. So. Ah, komm. So. Jetzt kommt der Kumpel da hinten noch. Fragezeichen. Es macht Spaß. Das macht schon Spaß. So, kleines blaues Mutagen wieder. Und dann könnt ihr wieder nach oben und euch. Das machen wir jetzt auch nochmal. Nach Novigrad. Dann wieder zum Waldfriedhof. Zur Jägerhütte. Waldfriedhof war das andere. Und dann sind auch die Gegner nämlich wieder gerespawnt. Und dann geht ihr wieder zum Waldfriedhof und so weiter. Vielleicht gibt es noch eine bessere Methode. Dann werde ich mal gucken. Aber das war jetzt die, wo ich auf die Schnelle gefunden habe und die halt funktioniert hat. Ist kein Glitch, ist kein gar nichts. Ist halt nur die Respawn-Mechanik, die man nutzt. So, wir heilen uns mal ganz kurz. Fisch haben wir echt ein ganz schönes Problem. So, wenn wir Glück haben, sind jetzt hier nicht 400.000. Das stimmt. So, ich hoffe, der da hinten kommt nicht. Man kann halt echt mit dem Eis gut arbeiten. So. Damit ist das das erste Tier. Da haben wir schon mal ein kleines blaues Muttergehen und noch ein Mix-Muttergehen oder was auch immer das ist. Ich sehe halt gar nichts. Aua. Das Problem ist bei denen echt das Gift. So, wir nehmen mal kurz das mit. Kleines grünes Muttergehen. Chitin-Panzer wieder zweimal. Keine Ahnung, was das wert ist. Vielleicht lohnt sich das deswegen auch. Au, ich hab... Übertreib halt. Ich habe gar nichts gemacht. So. Und das war's für dich. So kann man es auch besser spielen. Und nochmal ein kleines grünes Muttergehen. Gut, dann werden wir nochmal zum... Wo gehen wir nochmal hin? Welcher Händler hat noch Geld? Unser Meisterschmied, den haben wir nichts verkauft, oder? Dann können wir da nochmal hin. Und kurz Geld verkaufen. Und kurz Geld machen, indem wir Sachen verkaufen. Kurz Geld verkaufen. Wäre auch eine geile Möglichkeit. Vielleicht ging ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel man bekommen hat, wenn ich gesagt habe, beim Zwerg gebt mir einen Kredit. Das war aber, soweit ich weiß, nicht besonders viel. Pfeffer, Honig, Wabe, paar Sachen, die wir schon gelesen haben. Ein paar Bücher sind anscheinend doppelt auch in dem Spiel. Was ich aber jetzt auch nicht schlimm finde. Weil ich glaube, normalerweise würde man das gar nicht bemerken, wenn man kein Auto-Loot-Mod hat. Gerne was anfertigen, aber ich würde handeln wollen. Habe ich denn so viele Schwerter verkauft? Nee, nach Seltenheit. Das hätte ich gerne. Da können wir schon mal alles Blaues, alles Weißes weghauen. Auch was so Rüstungen betrifft, das machen wir gleich. Kann sein, dass der gar nicht genug Geld hat.
möchte nur aufpassen, dass ich nichts Falsches verkaufe. Das hatte ich nämlich offline schon gemacht. Das ist zum Glück etwas, was super günstig war. Ja komm, die blauen Sachen hauen wir weg. Die sind zwar gar nicht mal so scheiße, aber die haben halt keinen Bonus. Die können wir nicht verzaubern beim Runenschmied, soweit ich weiß. Ach, der hat kein Geld mehr. Okay, das heißt, wir haben schon mal ein bisschen Geld. Bis da. Bis denn, welcher Schmied, Händler, was auch immer, ist denn noch hier? Hier war, glaube ich, noch einer, gell? Da war ich immer. Dann gehen wir da kurz hin und schauen mal, was der so hat noch. Hoffentlich ein Portemonnaie mit 5000. Das wäre schon schön. Hatte ich einen Mod oder ist da ein Mod aktiv, der das Budget hochsetzt? Haben die normalerweise nur 5000? Ich weiß es gar nicht. Das wirkt auf jeden Fall nicht besonders viel. Vielleicht müsste ich das mal hochsetzen. Es ist ja auch nur nervig, einfach von Händler zu Händler zu laufen. Das ist jetzt kein Quality of Life. Ja, es ist Quality of Life, aber es ist jetzt kein Cheat oder so. Ich möchte sehen, was du anzubieten hast. Weil theoretisch können wir die Sachen ja auch einfach, also wir können uns wieder hinhocken, Zeit vergehen lassen und dann hat er wieder genug. Ihr wisst, wie ich meine. Ich hoffe, ich verkaufe jetzt nicht wieder irgendein schönes Outfit, was wir eigentlich noch gebraucht hätten. Aber ich glaube, wenn ja, wären die eh hier dabei, aber es sieht nicht so aus. So, damit haben wir wieder 8000. Damit sind wir kurz mal wieder reich geworden. Wir haben hier auch noch viele Glyphen, theoretisch die zum Beispiel. Aber verkaufst du auch was an? Also kaufst du auch andere Sachen an, wie... ja, bedingt. Goldener Rubinring kann ordentlich oder im Handwerk zerlegt werden. Ja, aber die waren ja, glaube ich, nichts wert. Deswegen, wir versemmeln die mal. Was haben wir hier? Demeritium Fesseln, Plunder. Ja, ordentliche Summe. Ach, mehr hat er gar nicht. Okay. Damit haben wir wieder ein bisschen Geld. Sehr schön. Hast du... Das hätten wir... Welcher Händler hat das? Ist das dann der Waffenschmied oder der andere, der vielleicht Orichalcum hat? Das können wir noch mal kurz gucken. Dann haben wir noch ein schönes Ende vielleicht. Und machen dann beim nächsten Mal hoffentlich richtig rich weiter. Ich möchte das Geld auf jeden Fall noch nicht gerade ausgeben für den Runen-Typi. Weil der danach auf jeden Fall nochmal teurer wird. Vorher hätte ich gerne eine ganze Rüstung. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Hast du Orichalcum? Das wäre natürlich ein famoser Fund. Das ist es nicht, das ist Eisenerz. Was ist denn Orichalcum auch für eine Seltenheit? Du scheinst echt viel zu haben, aber nicht das, was ich brauche. Kann das sein? Dunkelstahl. Meteorit. Nee. Du hast das nicht. Dann habe ich noch eine Möglichkeit. Wo ich das vielleicht ein bisschen kostengünstiger auch herbekomme. Wobei ich weiß gar nicht, ob es Rabatte gibt. Bei unserer lieben Meisterrüstungsschmiedin oder bei dem Schmied, ich weiß nicht, welcher davon das vielleicht verkaufen könnte, sind auf jeden Fall zwei Händler. Zwei Händler bietet doppelte Chance. Hallöchen, Joana. Ich brauche was, was du vielleicht auf Lager hast, vielleicht aber auch nicht. Das sind, glaube ich, die Waffen, die ich ihr schon mal verkauft habe. Offline. Interessant, dass das Spiel das gespeichert hat. Aber hier haben wir auch glühendes Erz. Ist nicht das, was ich möchte. Kristallene Essenz ist es auch nicht. Grün, den könnten wir auch nehmen, aber das sehe ich jetzt hier auch tatsächlich nicht. Ich weiß aber auch nicht, was für eine Seltenheit das dann hat. Silber, Silber, Erz. Dunkelstahl. Ah, du hast es nicht. Oh nein, nicht doch sie wieder. Ich hätte gern dich. Hey, was hast du im Angebot? Ich würde mir. Hier habe ich auch Sachen verkauft. Ich erkenne jetzt aber auch hier nichts Neues, um ehrlich zu sein. Dunkel. Silberstaub.
Meteoritenerz. Nee, du hast schon gelesen. Schwarze Perle, Perle. Die verkaufen so in etwa dasselbe. Ich muss unbedingt mal gucken, wie man da gut drankommt. Nun gut, das mache ich vielleicht jetzt gleich im Anschluss. Dann kann ich beim nächsten Mal nämlich schon aufnehmen. Womit hab ich nur verdient, wenn ich Zeit habe, muss nicht das noch machen. Deswegen, wir beenden hier den Part. Mal gucken, wo wir den nächsten beginnen werden. Das ist eine Blackbox bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein, wenn wir hoffentlich unser Bild dann zusammenstellen können, sodass alles funktioniert. Wir werden mal schauen. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.